Hey, da was geht ab, Leute, Hong hier. Von Chongs CCG-Turnier. Wir haben hier den Lot. Top 4 ist da rausgeflogen. Was hast du gespielt? Alles klar, zeig mal her. Drei Ogama. Reine Komate. Zwei Yata. Und drei Abductus. Zwei Merchback. Max, stopp ihn! Drei Terraform, drei Pegasus, drei Iris. Einmal das Dorf. Rotäugiger Max, drei Pops. Den Cyclone. Alter, das ist das Dorf. Jetzt kannst du nicht researchen, Digga. Willst du irgendwas zum Ende sagen? Also, wenn man anfängt, ist das auf jeden Fall das beste Ding. Ja, deswegen ist es so ein Ding. Und auch generell verliert man eigentlich nur gegen das mächtige, alles zerfickende Blue Eyes, wenn er es passend hat. Ansonsten verliert man eigentlich kaum, außer gegen Strike und alles, weil Kirin, das Dorf, die Traps immer noch zu stark sind. Und was hast du gerade Top 4 verloren? Magic Spectre. Das genau gleiche Deck. In der Vorrunde ein Los gegen Magic Spectre. Genau das gleiche. Zeitdeck extra? Ja. Ja, weil, woher kommt das? Erstmal Sides. Dreimal den Kaiju. Max. Wieso den hier? Der ist 7, kann sie im Notfall rauspendeln. Und für Blue Eyes ist es meistens schlechter, wenn du im 7 gibst. Zwei Max. Ein Wähler, kann suchen. Abductor. Aufsteigen, das geht. Für Strike und Duft. Und die drei Universe für WA. Schichtner hat das Team gewonnen. Schichtner? Wenn nicht. Naja, 5. Dann war er 4. Erstmal Coach-Trainer. Infinity. The Universe. Was ist denn das? Mist der Nassen. Ist besser? Schwächer. 2-2. Rampo ist. Nein, das ist Sven. Er hat mich vergessen. Die vier letzten Worte, Shoutout. Ja. Shoutout an meinen besten Freund Schichner 1913, auch bekannter YouTuber, der das Turnier gewonnen hat. Alles klar. Danke dir, Glückwunsch. Und leider nicht. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.